und die deutsche Bevölkerung von Terrorismus und politischem Extremismus. Dazu gezählt übrigens auch der unserer Jugendorganisation, den Jusos, zu beschützen, haben wir in den verschiedenen Zeiten unsere aktive Regierungsbeteiligung, haben wir viel Gutes auf den Weg gebracht. Terrorismusbekämpfungsgesetz, Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner und so weiter und so fort. Gerade, die RAF haben wir vergessen, aber naja, ihr wisst schon, ja. Gerade bei der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung ist von den anderen Parteien nicht viel Aktionismus zu erwarten. Wie unser Genosse und Bundestagsmitglied Dieter Wiefelspütz kommentierte, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist fundamentalistisch. Sie ist dabei, die Sicherheitsstruktur unseres Landes massiv zu beschädigen. Die FDP entwickelt sich zunehmend zum Sicherheitsrisiko. Und CDU und CSU sind in Hilflosigkeit erstarrt. Schande! Buh! Auch die journalistische Kritik an den zeitgemäßen Ermittlungsstrukturen für unsere Polizei und den notwendigen Zugriffsbefugnissen der Bedarfsträger lässt uns kalt. So hat der NRW-Innenminister Ralf Jäger zur Neuauflage der modernen Computerwanze bereits 2011 treffend ausgeführt. Wo Staat draufsteht, soll auch Staat drin sein. Der Staat steht schließlich nicht nur auf der Domain mit DE an erster Stelle. Und wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. In Zeiten des Wahlkampfes gilt es für das Neuland der Kanzlerin umso deutlicher, rechtsfreie Räume im Internet dürfen wir nicht dulden. Wie es unser Parteigenosse und Innenminister aus Baden-Württemberg, Reinhold Gall, nachdrücklich forderte. Denn gerade heute verabreden sich Menschen zu kriminellen Zwecken im Internet oder bei Facebook. Den wenigen Nörglern und Grundrechtsfundamentalisten sei hinsichtlich der modernen Umgangsformen im digitalen Zeitalter der Ausspruch unseres Bundestagsabgeordneten Sebastian Edey in die Kommentarspalte geschrieben. Dann können Sie gerne Folgendes hinzufügen. Sie kennen mich mal. Und so sehen wir das mit diesen ganzen Sicherheitsfanatikern, diesen ganzen linksradikalen Gesindel, diesen ganzen Arschlöchern der Freiheit statt Angstbewegung. Fickt euch, ihr könnt uns am Arsch lecken. Wir sind die SPD und wir setzen die Überwachung durch, wann und wo wir wollen.